Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute die Get Digital, meine liebste Box von allen. So. Und ganz klar, ist noch geschlossen. Packen wir ja immer zusammen. Das ist ja der Spaß an der ganzen Geschichte. Die Überraschung. So. Zack. Oh, ein wenig schon neben geschnippelt. So. Und, damit ihr das nicht gleich seht, aber ihr seht ja das Logo, packen wir sie aus. Bin ja schon richtig gespannt. So, was haben wir als erstes? Wir haben, wir haben wieder mal für Nerd und Geeks. Legendäre Lootbox, bla bla bla. Irgendein Flyer. Dann als nächstes haben wir, wow. Ach du Scheiße. Eine Ente. Ich habe eine Schwester, die sammelt Enten. Naja, und meine Frau wird sich auch darum schlagen, weil die mag Enten auch. Also lassen wir uns überraschen. Eine Ente von DC. Aquaman-Ente. Ein Aquaman-Entchen. Super. Erste Sahne. Klasse. Eine Sache, die mir schon mal gefällt. So, was haben wir hier? Wir haben Schula-Schneekugel. Okay. Was sagt uns das? Die ist noch zu. Die machen wir auf. So. Ach, das sind so, klar, so eine Kugeln, die man, die auch sagt. So eine Kugeln, die du schüttelst und dann sieht es nachher aus wie Schnee. Naja, heutzutage sieht es nicht mehr aus wie Schnee, heutzutage sieht es aus wie Glibber. Ja, aber der Stein ist ziemlich schwer, also das ist ein richtiges Holzstück und richtig schweres, ja, ist schön. Ist nicht das Highlight, aber ist schön. So. Auch eine schöne Sache. Get Digital eben. Die hat immer klasse Sachen drin. So, was haben wir noch? Wir haben. Ah, mal, ich komm raus. So, wir haben noch eine Figur. Lydia Needs. Winnie. Okay, Beetlejuice sagt mir sowas. So ein Film aus den 80er, 90ern. Aber die Figur jetzt direkt. Tja, da müsst ihr mir jetzt wieder helfen. Ich bin da nicht ganz so erfahren, aber diese Figur. Ja, sieht irgendwie pfiffig. Ich mache die jetzt nicht auf, weil vielleicht verlose ich sie noch. Ihr wisst ja, die Boxen sind wieder fällig. Ich werde jetzt demnächst eine große Verlosung wieder starten. So, was haben wir noch? Wir haben... Oh, so eine kleine Figur mag ich. Spider-Man, Homecoming. Voltaire und Spider-Man. Wart ihr auch so enttäuscht von dem Typen? Zum Anfang so voll geil und alles sowas und dann nachher nur so ein Hologramm-Fuzzi. Hat mich voll genervt. Pain Sides Heroes. Sehr gut. Das finde ich cool. Das ist eine coole Sache. So, was habe ich noch? Ich habe ein Patch. Okay. Na gut. Cthulhu. Ich habe davon ein Spiel und alles sowas. Ich habe bis heute nicht begriffen, was das überhaupt sein soll. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das genau ist. So, ein Poster. Der Rabe. Ja, das machen wir mal auf. Gucken wir mal rein. Mhm. So. Dann wollen wir mal. Wieder eine Menge Papier. So. Der Rabe. Nachmittags umgibt er. Okay. Eine riesen Story. Na gut. Ach Gott. Einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Das finde ich nur wiederum gut. Weil ist ja nicht jeder des Englischen mächtig. Ich zwar schon, aber naja. Eben nicht jeder, muss ja auch nicht jeder mächtig sein des Englischen. So, was haben wir noch Schönes? Oh Gott. Hier ist wieder so viel drin. The Night is Dark. Das ist ein Notebook. Habe ich schon genug von? Game of Thrones. Eieieiei. Ja. Sehr schön. Mache ich jetzt mal nicht auf, weil verlose ich wahrscheinlich auch wieder. So, was haben wir noch? Wir haben Monsters Allergy. Tenuichi, was haben wir? Das ist ein Comic, oder? Oh, geil. Comics liebe ich ja. Oh, da habe ich wieder zu tun. Und auch wenigstens wieder ein deutscher Comic. Das ist geil. So eine Sachen freuen mich. Die finde ich einfach richtig geil. So, kurze Hermetik. Die Angst ist wieder so ein kurzes...
Ja, so eine Buchrezension, was in dem Buch passiert und wie. Und finde ich auch ganz gut. Okay, um Gottes Willen. Und das Lootbox-Heft. So. Ist schon mal eine ganze Menge wieder hier zusammengekommen. So, und jetzt kommen wir natürlich... Das Letzte in dem Ding ist natürlich das T-Shirt wieder. Jetzt muss ich wieder ein bisschen aufräumen. So. So. Und jetzt T-Shirt. T-Shirt. Who you gonna call? Okay. Ghostbusters? Nein, Quatsch. Doch. Hat was mit Ghostbusters auf jeden Fall zu tun. Denn hier ist es Ghostbusters. Aber das sind Comicfiguren, das sind keine Ghostbusters. Okay, bei Ecto 1 ist halt das Auto von den Ghostbusters. Dann haben wir, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Ich kenne die Fuzzis, ich kenne die Jungs. Hier muss ich überlegen. Alles sieht so aus wie Men in Black, aber gut. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr was davon kennt. Ich finde das T-Shirt genial. So eine kleinen Logos sind manchmal mehr wert als so eine großen. Und sie haben immer ein bisschen, bei der Get Digital haben sie immer ein bisschen Fun mit dabei. Ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn du die Box aufmachst, hast du auch ein paar Sachen, wo du sagst, wow, super geile Sachen, aber warum? Ganz lustige Geschichte. So, also, nochmal Revue passieren, wie wir es immer machen. Wir haben ein T-Shirt. So, wir haben das T-Shirt. Mal gucken, mal kurz ein bisschen zur Seite. So, also, T-Shirt. Dann diese extrem geile Notebooks von Game of Thrones, The Night is Dark. Da nochmal zur Sicht, Game of Thrones. Ich traue mich das gar nicht aufzumachen. Naja, ich mache es auch nicht auf. Schade drum. So, dann haben wir diese Chula Schneekugel. Die ist ganz cool. Ich meine, wer sie mag, wer sammelt. Okay, super, ist eine tolle Sache. Dann diese extrem geilen zwei Figürchen hier von Spider-Man Homecoming. Dann eine recht interessante Figur. Naja, darüber könnt ihr mal was in die Kommentare schreiben. Dann haben wir hier eine Geschichte mit einem Poster. Auch eine coole Idee. Und wir haben natürlich die DC-Ente. Die hat bestimmt meine Schwester noch nicht und meine Frau wird sie jetzt bekommen. Und das ist genauso wie damals. Da hatten wir eine Suicide-Ente. Meine Frau gibt sie nicht her und meine Schwester hätte sie gerne. So. Und natürlich diese ganzen Hefte und Dings hier, das ganze Zeug. So, sagt mir, wie ihr die Box findet. Ich muss ganz ehrlich immer sagen, diese Box Get Digital ist für mich immer die beste von allen. Sie hat was. Sie hat Schmackes. Sie hat, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 4 Figuren. 1, 2, 3 und hier, naja gut, das nimmt man nicht als Figur, aber das ist mal was Handfestes. Dann haben wir ein T-Shirt, dann haben wir ein Notebook. Das ist einfach das Gesamtheit. Passt halt bei der Get Digital. Ja, so viel dazu. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Hoffe, ihr seid genau meiner Meinung, dass es eine der besten Boxen ist. Und ja, wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. You should have saved me some. Goodbye.